Hallo und herzlich willkommen zu Core Creative, dem Channel, der dich kreativiert. Ich bin die Ellen, freischaffende Künstlerin, Bildhauerin und Kunstdozentin und seit neuestem Autorin beim Top Verlag. Und das hier ist die Lilu, die ist manchmal dabei, manchmal hat sie keine Lust. Schauen wir mal, wie es heute aussieht. So, wir wären in der Zeichenwoche und heute soll es wieder mal um die Lumis-Methode gehen. Ich habe hier in der letzten Zeichenwoche gezeigt, wie ihr euch ein kleines Modell selber basteln könnt. Es ist wirklich wahnsinnig hilfreich und ich werde es heute mal zur Hand nehmen und mit Hilfe von diesem Grundmodell ohne Maske, also nur mit dem Kreis, zeichnen. Wenn ich in eine bestimmte Position gehe, um das abzuzeichnen, werde ich ein Foto machen, sodass ihr genau seht, was ich da gerade zeichne. Lumis Methode. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Grundprinzip schon kennt. Wenn nicht, schaut mal hier rechts oben im Eck, da verlinke ich euch die Playlist. Dann einfach das Video 1 noch anschauen, das wäre super. Zusammen mit dem Video wird es dann bestimmt klicken. Also bei der Lumis Methode gehen wir von einer Kugel aus, die eben zwei Mittelachsen hat, eine horizontale und eine vertikale. Und je nachdem, wie wir die drehen, ob wir hier diese Achse drehen, dann verändert sich hier diese Mittelachse. Oder ob wir diese hier drehen, dann verändert sich die Mittelachse. Und super tricky wird's, wenn sich beide beginnen zu bewegen. Das wollen wir heute mal nicht machen. Wir drehen mal nur die da. Die noch nicht. Ich zeichne heute auf 300 Gramm Aquarellpapier, weil ich würde das dann tatsächlich gerne danach anmalen. Jetzt mal ganz klassisch hier so in die Richtung. Mal genau in der Mitte hier. So. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das Modell habt, das einfach jetzt mal so entweder irgendwo reinstecken. Ich habe das schon mal in eine Flasche reingesteckt zum Beispiel. Oder in einen weiteren Styroporblock reinstecken. Ich zeichne jetzt mal locker aus der Schulter heraus den Ball. Ja, Lilo. So. Für das Zeichnen von Kugeln gibt es unterschiedliche Tricks. Ich habe jetzt locker dynamisch aus der Schulter herausgearbeitet und mir ein paar ganz, ganz leichte Striche nur angezeichnet. Und jetzt entscheide ich mich sozusagen für die, die ich wirklich haben will. Jetzt kann ich mein Blatt noch drehen, um zu gucken, ob das auch wirklich passt. So, jetzt ist die hier ganz leicht schräg. Ihr seht, das könnt ihr auch mit eurem Bleistift auf eurem Screen machen, dass ihr es anlegt und dann hier drüben übernehmt. So, leicht schräg. Und die zweite Achse, die hier ist auch nicht ganz, wenn ich jetzt hier gucke, parallel zu dem Rand von meinem Handy, es ist leicht schräg. Ganz, ganz, ganz leicht schräg. So, das übernehme ich auch. So, so ist es jetzt nur mal auf dem Handy. Deshalb übernehme ich es jetzt ganz genauso. Das bedeutet, die Figur ist tatsächlich jetzt gerade in beide Achsen ganz leicht gedreht. Die da hier, sieht man auch, ist ganz leicht nach oben gebogen. Wir haben jetzt ja von hier nach hier und von hier nach hier die Achse. Das heißt, von hier aus gehend würde ich den Bogen ganz, 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 ganz leicht nach oben biegen. Aber wirklich nur ganz, ganz vorsichtig und leicht. So. Wenn ich das jetzt durchsichtig machen würde, den Gummi quasi hinten durchsichtig sehen würde, dann wäre der ganz, ganz flach hier, diese Ellipse. Haben wir die da drin. Und dann haben wir von hier runter. Ja, die grüne jetzt. So. Wenn ich das jetzt durchscheinend zeichne, würde die auf der anderen Seite ungefähr so ausschauen. Die Seite hier vorne ist wichtiger. Okay, jetzt ist unsere erste Aufgabe, dass wir die hier verlängern. Wir haben hier das Kreuz. Das hier stellt unsere Augenbrauenlinie dar. Und hier diese Mitte vom Gesicht, das verlängern wir jetzt nach unten. Und jetzt löst euch mal von dem ganzen, wo genau abschneiden, hin, her und so weiter. Wir sehen jetzt hier bei unserem Modell, können wir
dieses leicht abgeschnittene hier an der Seite übernehmen. Also das ist schon mal sehr hilfreich. Aber jetzt mal für die Theorie, wenn ihr euch das Buch anschaut vom Loomis, das Original, da macht er nie hier vorne ein Viereck drauf. Das hat sich so weiterentwickelt. Also hängt euch nicht zu krass dran auf. Das Einzige, was er in dem Buch sagt, ist, dass links und rechts abgeschnitten wird. Letztendlich ist es dann hier ein Quadrat. Das hilft einem auch, wenn man sich jetzt hier vorne ein Quadrat vorstellt, das dann hier oben hier so auf diesen Ball drauf liegt. Klar hilft uns das jetzt gleich, hier diese beiden Lappen da zu finden. Aber ich würde mir den Kopf darüber nicht zerbrechen. Besonders nicht, wenn ihr ein Modell zur Hilfe habt. Dann erstmal einfach hier diese Distanz übernehmen. So, und das haben wir jetzt gemacht. Das ist hier auf der Seite, sehe ich nichts von dem abgeschnittenen. Das kann ich also so lassen. So, jetzt habe ich das hier verlängert. Hier stelle ich mir mein Viereck drauf vor. Und dann habe ich eine Länge, die zweite. Von hier aus ziehe ich mir die dritte hier nach unten. Ich habe keine extreme Verkürzung, deshalb kann man das jetzt so übernehmen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, hier wäre durchgeschnitten und hier sehen wir den Querschnitt. Jetzt müssen wir hier an der Seite die Mitte einzeichnen von dem, was gerade abgeschnitten ist, nur so in etwa. Denn hier wollen wir jetzt dann gleich verlängern nach unten hin und das da hier wollen wir auch jetzt erstmal einfach nur grob verbinden, sodass wir jetzt erstmal so eine ganz grobe Idee von dem Kopf haben. Als nächstes wollen wir die Mitte vom Gesamten suchen, denn hier ist dann unsere Augenlinie. So, also Augenbrauenlinie ist da, wo dieses Kreuz war am Anfang, die Mitte von unserem Kreis. Die Augenlinie ist die Mitte vom gesamten Kopf. Hier die 1, 2, zweite Linie von 3, das ist die Nasenlinie. Und dort, wo der Ball hier die Linie schneidet, dort ist unsere Mundlinie. So, also das könnten wir uns jetzt schon mal so einteilen. Hier ist die Nase. Aufgepasst, dadurch, dass es ganz leicht nach rechts hin gedreht ist, ist auch hier meine Hilfslinie für die Nase nicht genau auf der Mitte, sondern etwas weiter rechts. Und jetzt ganz interessant, für die Augen suchen wir uns hier auf der Seite die Mitte. Wir ziehen das nach unten, auf der Seite die Mitte. Ziehen das nach unten. Das hilft uns jetzt gleich als Ansatz für das Kinn. Dann suchen wir hier nochmal die Mitte und hier nochmal die Mitte. Wir vierteln das Ganze, um zu wissen, wie breit denn dann die Augen sind und nicht nur die Augen. Hier suchen wir auch auf beiden Seiten die Mitte. Wenn ich hier dieses erste Viertel nach unten projiziere, dann weiß ich, wie breit auf beiden Seiten etwa als Anhaltspunkt meine Nase sein könnte. So. Ihr seht, dass ich die Hilfslinien einfach mehr oder weniger umrande. Diese Hilfskreise hier sind eine Hilfe, für dass ich weiß, wie groß ist das Volumen hier von der oberen und unteren Lippe. Und hier weiß ich jetzt, hier liegt mein Auge drin. Ich kann mir jetzt hier links und rechts so einen richtigen Ball reinzeichnen für die Augen. Und auf dem Ball drauf, das hilft mir dann als Anhaltspunkt für die Größe von den Augen. So. Ich spanne mir hier quasi jetzt Haut über diesen Ball drüber, den man ja eigentlich nicht sieht. Aber ich weiß, dass er da ist. So. Dann hier vorne drauf könnt ihr euch jetzt einen Kreis vorstellen, der hier als Stirn oben drauf liegt. Damit schneidet ihr hier die Augenbrauenlinie und das ist eine super Orientierung für die Augenbrauen. Die macht ihr zwei Drittel länger und ein Drittel kürzer nach unten. Zwei Drittel nach oben, ein Drittel nach unten. Jetzt sieht das Ganze noch total flach aus, das Gesicht. Jetzt haben wir an der Kopfform noch nicht viel geändert, ne? Also, wir wollen vielleicht hier bei den Augenbrauen etwas nach unten gehen. Und dann kommt hier dieser ganze Ball von den Augen so plastisch raus.
hier in dem Bereich zwischen der Augenlinie und der Nasenlinie, da können wir das Ganze ein bisschen rund lassen, weil da sind unsere Wangenknochen in dem Bereich. Hier in dem Bereich hatten wir uns auch schon eine Kugel angezeichnet, ähnlich wie hier oben, als Fläche für den Bereich, der auch so schön rund ist. Und hier unten können wir jetzt mit einem weiteren Kreis so ein bisschen unser Kinn definieren, ob das dann eher spitz werden soll oder rund werden soll. Und so weit. So. Und von dem Punkt aus hier von der Nasenlinie aus nach unten zum Kinn, da könnt ihr euch auch noch so einen Bogen anzeichnen. Das hilft euch dann nachher, um zu wissen, wo die Schatten sind. Und hier zwischen Augenbrauenlinie und der Nasenlinie, da wären dann eure Ohren irgendwo. So, und jetzt kann man so ein bisschen die Kopfform verändern, hier oben etwas abschneiden, sodass der höchste Punkt ja hinten der Hinterkopf ist. Da muss irgendwo der höchste Punkt sein und ab von dem Punkt an fällt eigentlich alles ein bisschen ab. Oder geht nach vorne, wird flacher. So, hier zum Mund hin darf es auch hier reingehen. Und erst beim Kinn geht es dann wieder raus. So. Bei der Nase, da müssten wir noch den Nasenrücken definieren. Wir können jetzt sagen, okay, hier oben ist ja die Nasenwurzel, da wo wir diesen Kreis eingezeichnet haben. Ja, da geht es noch nicht nach unten. Aber von hier aus können wir dann sagen, okay, wir können ein, zwei Kreise so aneinander setzen, dass ich zum Beispiel einen Bogen nach innen, ein gerader Bogen oder einen Bogen nach außen ergibt. Je nachdem, ob ihr euch für einen Bogen nach innen oder nach außen entscheidet oder gerade definiert ihr eben den Nasenrücken, ob er rein oder raus geht. Jetzt sind da ganz schön viele Hilfslinien. Die können wir jetzt loswerden. Ich nehme ganz gern Knetgummi und ziehe mir meine wichtigsten Linien jetzt nochmal nach. So, ich mache auch hier oben die Stirn nach hinten hin noch ein bisschen flacher. So, jetzt gefällt mir die Person schon ganz gut soweit. Den Rest radiere ich auch noch weg. Nur da, wo ich vorhin Hilfslinien erwähnt hatte, die würde ich nochmal vorsichtig nachziehen. So, hier oben wissen wir ja bei unser Haaransatz. Jetzt können wir uns überlegen, was die Person für Haare hat. Und wahrscheinlich wollt ihr alle wissen, wie der Hals hier weitergehen würde. Der Hals ist eher schräg, der Hals geht eher schräg nach hinten. Ich zeichne mir hier unten immer ganz gerne so einen Querschnitt vom Hals ein. Als würde hier so ein T-Shirt beginnen. Und hier vom hinterm Ohr nach vorne deute ich hier die Sehnen so ein bisschen an. Okay, für meine Haare. Ich glaube, ich würde ihr gerne der Figur flache, glatte Haare geben, die hier an der Seite so runterhängen. So, ihr seht, dafür habe ich jetzt das Volumen überhalb von der Kopflinie angesetzt. Und hier ist mein Haaransatz, da kann ich jetzt entweder Haare rauskommen lassen, zum Beispiel hinters Ohr verschwinden lassen, oder dann dem Ganzen hier als Pony nochmal Volumen geben. Ich mache hier das Kinn noch ein bisschen schmaler, dass die Person dann doch jetzt mit den Haaren, das ist für mich dann doch eher eine weibliche Person. Und ein paar Linien zur Formfolge, um das zu erklären. Ich habe hier oben jetzt irgendwo hier meinen
den Wendepunkt der Haare. Die gehen hier auf die Seite, gehen hier entlang nach unten. Ihr seht, ich drücke da manchmal auf, manchmal gar nicht. So. Aber das ist sehr hilfreich, um dem Betrachter zu erklären, wo die Haare denn überhaupt lang. Ich glaube, ich würde hier an der Seite jetzt auch noch ein paar Haare drüber fallen lassen, einfach um das Porträt schöner abzuschließen. Was ihr jetzt seht, was ich mache, ist, ich nehme einen Bogen, stoppe den hier und lasse dann weitere Linien in den gleichen Punkt hinein enden. Dadurch entsteht so ein Eindruck von einem geflochtenen Zopf. Also auch hier, dass ich in dem Punkt den Strich hineinlaufen und dann viele weitere auch nochmal. Und dann addiere ich immer, wie ich möchte, noch Haare dazu. Wimpern, einen Leuchtpunkt hier in die Augen. Den Augen habe ich jetzt hier einfach nochmal so einen riesigen Tränensack hier gegeben, weil das sieht irgendwie ganz nett aus. Jetzt würde ich ihr gerne noch ein bisschen Schmuck verpassen. Außerdem tut es ganz gut, wenn man nicht Lust hat, das komplette Ohr zu zeichnen. Ich würde das jetzt noch ein bisschen anmalen. Ich male nun auf 300 Gramm Aquarellpapier von Canvas mit Paul Rubens Aquarellfarben. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ihr seht, ich benutze relativ viel Gelb, Magenta und Cyanblau. Gehe aber auch direkt im Kasten zu den Brauntönen und dem Magenta und habe eigentlich alles nass gemalt, außer jetzt natürlich hier. Der erste Step ist natürlich nass auf trocken, aber sonst habe ich relativ viel nass gemalt. Die Schatten waren jetzt nass auf trocken, die habe ich dann ins Gesicht rüber laviert. Alles in allem wirklich sehr, sehr locker gemalt und das Ganze dann mit dem Föhn getrocknet. Jetzt gehe ich mit meinen geliebten Sakura Jelly Pens drüber und den Sakura Feinlinern ganz am Ende auch nochmal für den extra Sonnenschein. Das Gold, die Highlights, die flüssigen Acrylmarker von Artex. Auch dazu findet ihr Links und Reviews in der Infobox. Siehst du, das ist, was ich mache. Mal. Nein, das ist nichts für dich zum Drehen. Hat jetzt echt super Spaß gemacht, jetzt mit den Feinlinern nochmal drüber, ganzen restlichen Feinheiten rausholen. So eine richtige Grafik, Malerei, Mix, Geschichte. Finde ich richtig toll. Ist genau meins. Ich kann mich nämlich nie zwischen Malerei und Grafik entscheiden und Gott sei Dank muss ich das auch nicht. Gemalt habe ich übrigens auf dem Canson Aquarellpapier 300 Gramm. So sieht unsere kleine Illustration jetzt aus. Genau hier rechts oben im Eck findet ihr unseren Quad-Chat, da könnt ihr euch mit anderen Hobbykünstlern austauschen. Es wird jede Woche ein Wochenthema organisiert, die Gruppe ist total lieb. Dann habt ihr hier meinen Patreon-Account, da könnt ihr mich unterstützen. Und dann noch meinen Instagram-Account, da lade ich Bilder rauf. Aber hauptsächlich benutze ich meinen Instagram-Account für die Stories, da halte ich euch auf dem Laufenden. Film einfach mal rein, so ein bisschen behind the scenes. Ja, Nino, bist du jetzt auch nochmal gekommen, um Tschüss zu sagen? Miau, miau, miau. Okay, dann sagen wir Tschüss. Dann sehen wir uns in dieser Woche nochmal wieder, weil es gibt richtig viel zu tun in dieser Woche. Dann sagen wir Tschüss und bis ganz, ganz bald. Es kommen bestimmt noch ein, zwei Videos diese Woche raus. Dann hoffe ich, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Bis dahin bleibt unbedingt kreativ.